Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Und unsere liebe Trainer hat mir gesagt, dass ich doch mal bei Cortez in der, genau, beim Shuttle nachgucken soll. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert, einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Sie haben gesehen, wie er verschleppt wurde? Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Erinnern Sie sich an seine Gefühle für Sie? Herzliches Beileid. Er hat Sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion, es blieb keine Zeit. Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach runtergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Ich bin wegen Ihnen hier. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Ja. Genau. Zum Kids und... Ach komm. Miranda! Sachste! Erstmal lesen wir aber die anderen. Von Steve Hackett. Hallo Commander, ich hatte noch keine Zeit, mich angemessen für die Rettung aus der Akademie zu bedanken. Und Admiral Hackett hat so gesagt, das hier an Sie weiterzuleiten. Meine Studenten erfüllen draußen ihre Pflicht, während ich beim Tigel helfe, so gut ich kann. Das ist ein erstaunliches Projekt, viel weiterentwickelt als alles, was ich je gesehen habe. Einige meiner AirTech-orientierten Schützlinge sind auch hier geblieben. Und wenn ich ihnen beim Arbeiten zusehe, das ist die Zukunft, Commander. Dieses Projekt wird den Fortschritt der Menschen über Generationen bestimmen. Und der Dank dafür gebührt Ihnen allein. Treffen auf der Citadel von Miranda Lawson. Shepard, ich bin erleichtert, dass sie nicht zugestoßen ist. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Allianz sich ausgedacht hat, um ihr Handeln zu rechtfertigen. Ich bin einfach froh, dass sie in Sicherheit sind. Ich warte auf der Citadel. Buch D24. Miranda. Von Ashley Williams. Commander. Udina hat mir ein Angebot gemacht und ich habe angenommen. Ich bin jetzt ein Spectre. Unglaublich. Aber hat das überhaupt noch eine Bedeutung? Jetzt, wo alles zusammenbricht? Autorität, Ressourcen, Freiheit. Das ganze gruselige Paket. Aber ich weiß nicht. Sie wissen jedenfalls, wovon ich rede. Schauen Sie doch mal im Krankenhaus vorbei, wenn Sie können. Man behält mich noch hier, aber ich habe vor, kurz abzuhauen. Ashley. Ach ja, Miranda und Ashley beide auf der Citadel. Also, komm. Also, da haben wir keine Möglichkeit, was anderes zu machen, als eigentlich auf die Citadel zu fliegen, nachdem ich hier den Sektor gescannt habe. Weil Mission erfüllt, ist also nicht mehr weiter schlimm. So. Außerdem will ich aber noch irgendwann mal wissen, was passiert, wenn diese Reaper halt in sowas reinkommen, aber erstmal... gucken. Ach ja, Miranda. Ja.
Okay, auf der Citadel ist nichts. So, andocken. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Nein, danke. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Bestimmt, wir müssen ja auch direkt in die Docks rein. Sag mal, wird das hier immer voller? Ich habe das Gefühl, dass dem so ist. Miranda, ich habe sie gehört. Miranda. Shepard, es ist schön, Sie endlich zu sehen. Sie auch, Miranda. Ich kam nicht bis zu Ihnen, als die Allianz Sie unter Arrest gehalten hatte. Vom Dienst suspendiert. Es war kompliziert. Das kann ich mir denken. Ich bin überrascht, dass es keinen Militärprozess gab. Die Allianz glänzt nicht gerade durch Flexibilität. Es ist nicht mehr wichtig. Shepard, wegen der Erde. Es war vernichtend. Unzählige Menschen starben in wenigen Minuten. Die Reaper sind genau das, was wir befürchtet hatten. Man hätte schon viel früher auf sie hören sollen. Es tut mir leid, Shepard. Und Sie? Was führt Sie hierher? Ich muss mit einigen Leuten reden, wie Sie. Die Citadel ist ein guter Treffpunkt. Noch. Was hat die Allianz jetzt vor? Wir haben einen Plan. Ein Schuss ins Blaue. Wie üblich. Shepard, bin ich noch Teil Ihres Plans? Es ist lange her und ich weiß nicht, wo wir stehen. Nichts hat sich geändert zwischen uns. Miranda, es wird für uns niemals einfach sein. Aber ich möchte, dass Sie für immer ein Teil meines Lebens sind. Keine Zweifel. Jetzt können Sie noch aussteigen. Nein. Die Trennung war nicht leicht. Ich war überrascht, wie sehr ich mich gebunden fühlte. So bin ich sonst nicht. Bleiben Sie einfach ab jetzt in der Nähe. Das würde ich gern, wirklich. Aber ich muss mich um eine Sache kümmern. Worum geht's? Ich habe länger nichts von meiner Schwester Oriana gehört und mache mir Sorgen. Ihre Schwester? Ja. Ich will nicht überreagieren, aber nun, es passiert ziemlich viel. Ich dachte, sie wäre endgültig in Sicherheit. Ich auch. Vermutlich ist nichts, aber ich weiß einfach, dass mein Vater damit zu tun hat. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Alles, was für ihre Sicherheit sorgen sollte, ist nicht mehr erreichbar. Was kann ich tun? Kann ich dabei irgendwas tun? Ich wusste, dass sie helfen wollten und ich bin dankbar dafür. Aber sie sind beschäftigt. Wenn mir jemand eine Tür eintreten soll, rufe ich sie an. Aber bis dahin komme ich zurecht. Okay, ich verstehe. Ich muss diese Sache klären. Erzählen Sie mir mehr. Das werden Sie. Servus. Haben Sie den Unbekannten getroffen? Nur einmal. Er sagte, er habe gern mit mir zusammengearbeitet. Aber er musste das Problem eindämmen. Problem eindämmen? Klingt endgültig. War es fast auch. Er wird ungern abgewiesen. Stimmt. Das mag er nicht. Warum glauben Sie, dass Ihr Vater etwas mit Orianas Verschwinden zu tun hat? Ich habe meine Schwester überwacht und wusste immer, wo sie war. Dass sie einfach verschwindet, muss sein Werk sein. Ich wusste, dass er nichts unversucht lassen würde, um sie zu finden. Er hat nur noch sie. Ich habe eine Vermutung, was passiert ist, und sag's Ihnen, wenn ich sicher bin. Haben Sie versucht, mich auf der Erde zu kontaktieren? Ein Besuch der früheren Nummer 2 von Cerberus wäre eine Katastrophe gewesen. Eine geheime Kontaktaufnahme hätte noch schlechter ausgesehen. Ich wollte schon einbrechen, um sie zu sehen. Das zu erklären wäre nicht ganz einfach gewesen. Richtig. Sie hätten mich verhaftet oder mich einfach auf der Stelle erschossen. Ich durfte nichts riskieren, wegen uns beiden. Ich verstehe. Ach ja. Falls Sie hier nach Spuren suchen, wer mit Cerberus zu tun hat, wird schwer zu finden sein. Ich weiß. Ein paar Leute schulden mir noch einen Gefallen. Jemand wird mir etwas über Oriana erzählen. Ich muss zurück an die Arbeit. Und ich sollte verschwinden. Vorsichtig sein. Ich verspreche nichts.
Ach ja, ich habe mich gerade richtig vor dem Bildschirm gefreut, als ich Miranda gesehen habe. Schön, ich mag das Mädchen. Ach ja, genau. Prototypenkomponenten? Nee. Ach, keine Ahnung. So. Eine Asari auf der Citadel sucht nach verbesserten biotischen Verstärker-Interfaces. Finden Sie Pläne dafür und bringen Sie... Das haben wir doch gefunden auf der Station, oder war das nicht so? Sind das nicht die Dinger, die wir da gefunden haben? Ich muss gerade echt überlegen. Ich fahre einfach mal vorsichtshalber ins Krankenhaus. Ich glaube nämlich, das sind die, die wir da gefunden haben. Können wir mit der? Nee. Ich stehe also unter der Dusche mit heißem Wasser und so. Dann kam Niara. Niara war eine andere Jägerin auf ihrem Schiff? Ja, war eine Freundin. Ich wollte mehr, aber sie hatte ein medizinisches Problem. Schon okay. Es steht in der Akte. Das Bauernmädchen ruft zu mir herein, dass eine zweite Asari gekommen sei. Ich dachte, das Shuttle wäre früher zurückgekommen. Ich lege mir ein Handtuch um und in dem Moment kommt Niara durch die Tür. Aber sie war es nicht. Nicht mehr. Mhm. Hallo, Commander. Wollen Sie einen Besuch machen? Wie geht's ihr? Wie geht es, Ashley? Stabil. Keine Anzeichen von Hirnschäden durch die Erschütterung, aber der mehrfache Schulterbruch muss erst noch heilen. Bettruhe unter Aufsicht ist das Rezept der Stunde. Ein Besuch wäre sicher willkommen. Machen Sie weiter so, Doktor. Sie auch, Commander. Okay, da ist nix. Es war auch der Salerianer, glaube ich, der es gebraucht hat, ne? Kann das sein? Ja. Dem. Hören Sie, die Prototypen sind wichtig. Oder war das doch nicht da? Brauchte die denn nochmal? Reservewissenschaftlerin. Ach, genau. Ich habe ihr Gespräch mitbekommen. Die Grissom Akademie existiert nicht mehr. Aber als ich dort war, habe ich das hier gefunden. Was ist das? Ja! Sie sind zwar auf die menschliche Physiognomie ausgerichtet, aber mit einigen Änderungen sollten sie auch für Asari funktionieren. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Danke. Aha. So. Ich dachte, ihr hättet Bettruhe. Naja. Schön, sie auf den Füßen zu sehen. Ja. Alles in Ordnung? Glaub schon. Ich habe Udina zugesagt. Spectre-Status. Mein Glückwunsch. Unwichtig, verglichen mit der Gesamtlage. Und wie ist das Leben als Spectre so? Sind Sie bereit für die Verantwortung eines Spectre? Bisher ist es nicht real. Bist du real? Ich kenne meine Pflichten noch nicht. Alles ist ein einziges Chaos. Was halten Sie von der Sache? Sie haben es sich verdient. Sie haben eine beeindruckende Dienstakte. Sie verdienen das. Danke. Das von Ihnen... bedeutet das viel. Er sagte, sobald ich hier raus bin, gibt's die offizielle Zeremonie. Und danach? Lust, wieder auf die Normandie zu kommen? Wenn ich gefragt würde, auf alle Fälle. Freut mich. Geht's Ihnen besser? Bestens. Bis auf den Papierkram, mit dem der Doc mich zumüllen wird. Tut mir leid, dass ich so abwesend bin, aber... Was ist denn? Nachricht von meiner Mutter. Sie konnten rechtzeitig fliehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. Ist Ihre Schwester auf der Citadel? Ja, aber... Ihr Ehemann ist im Einsatz gefallen. Mein Beileid, Ash. Danke. Sarah hat das Militär nie interessiert. Wir waren bei ihrer Heirat alle sehr überrascht. Jeder ist betroffen. Wie viele Familien werden wohl von den Reapern auseinandergerissen? Darüber will ich nicht nachdenken.
Es ist so hoffnungslos. Sie trifft keine Schuld daran, Ashley. Aber ich bin doch ihre große Schwester. In den Klauen der Umstände habe ich weder gezögert noch geschrien. Nach den Hieben des Schicksals ist mein Kopf blutig, aber nicht gesenkt. Woraus ist das? Unbesiegt von Henley, Vaters Lieblingsdichter. Man soll nie aufgeben. Richtig. Meine Schwester will bei der Gedenkstätte ein paar Worte über den Wert der Familie sagen. Das wird hart. Informieren Sie mich, okay? Mach ich. Und danke, Shepard. Aha. So, haben wir auch einen neuen Spectre in unserem Team. Also es wird wieder ein Top-Team, was wir hier haben. So, 16 Minuten, dann können wir doch schon wieder Cut machen, ey. Ja, wir haben Miranda getroffen, also das... Aha, mein Handy hat plötzlich angefangen zu blinken. Hab ich gefragt, ja, was ist da los? So, So, 17 Minuten Folge, wir haben Miranda getroffen und darüber freue ich mich außergewöhnlich sehr. So, ach komm, über dieser Keeper-Verkehr hier. So. Dann bis zur nächsten Folge und tschüss.